Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Zweitliga-Prognose für den 13. Spieltag. Und wir haben wieder neun Spiele im Gepäck und es ist wieder extrem viel Spannung mit dabei. Denn am Freitagabend geht es schon gut los mit dem Tabellenführer Darmstadt 98 gegen... Holstein-Kiel, zwei Mannschaften, die letztes Wochenende gewonnen haben. Und genau dadurch konnten sich die Lilien Platz 1 holen. Und den will man natürlich nun auch verteidigen. Wir haben zudem ein sehr sicherlich emotionales, lautes Duell zwischen Hansa Rostock und den ersten FC Kaiserslautern. Zwei Teams im Mittelfeld, die beide ein bisschen aufpassen müssen, was in den nächsten Wochen so passiert. Denn da könnte man auch noch ein bisschen abrutschen. Am Samstag empfängt Eintracht Braunschweig als Tabellen Elfter, den SC Paderborn und die haben ja letzte Woche gewonnen gegen Sandhausen, wollen daran anknüpfen. Aber auch Braunschweig ist mittlerweile richtig gut in Form. Jan Regensburg empfängt den SV Sandhausen zwei Mannschaften, wo man nicht so richtig weiß, wo geht's jetzt hin. Mal wichtige Siege, wodurch man wieder unten rausschlüpfen kann, dann wieder Pleiten, wodurch man unten drin bleibt. Beide Teams sicherlich ungefähr auf einer Höhe, auch wenn Regensburg aktuell ein bisschen vor Sandhausen steht, weil sie halt drei Punkte mehr haben. Nürnberg gegen Hannover, klingt nach Bundesliga, ist aber noch nicht Bundesliga und das noch nicht gilt sicherlich eher für Hannover als für Nürnberg. Die Globerer konnten aber letzte Woche endlich den wichtigen Sieg feiern unter Markus Weinze gegen Düsseldorf. Hannover, wieder Roman, Bielefeld souverän mit 2 zu 0 geschlagen. Da wollen natürlich beide weitermachen. Top-Spiel der Woche lautet Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Vor einer Woche wäre das sicherlich das Krisenduell schlechthin gewesen. Mittlerweile hat sich da zumindest auf St. Paulis Seite ein bisschen was verändert, einfach weil man das Derby gegen den HSV mit 3-0 gewinnen konnte. Gut, Bielefeld bleibt weiter 18. durch die Pleite gegen Hannover. Am Sonntag gibt es dann auch noch drei Duelle. Zum einen Heidenheim gegen Fürth, Aufstiegskampf haben wir hier gegen Abstiegskampf, ähnliche Geschichte. Auch im Hamburger SV gegen den 1. FC Magdeburg. Und dann noch zwei ja, Verfolger im Aufstiegsrennen, Karlsruhe und Düsseldorf. Beide 17 Punkte auf dem Konto. Beide letzte Woche knapp verloren. Mal gucken, wie es da nun weitergeht. Ihr seht, neun spannende Spiele. Und jetzt gibt es meine neun Tipps. Und wir starten rein am Freitagabend mit Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel. Die Lilien in einem schwierigen Auswärtsspiel letzte Woche bei Karlsruhe mit 2 zu 1 gewinnen können. Zur Pause lag man noch mit 0 zu 1 hinten, am Ende gab es die drei Punkte. Bedingt durch Hamburgs Pleite am Vorabend konnte man sich ja dadurch Platz 1 holen, ist jetzt zwei Punkte vor Paderborn und Hamburg. Holstein-Kiel ist zumindest mal generell vom Aufstiegsrennen nicht so weit weg. Klar, Darmstadt, Paderborn, Hamburg dominieren da schon. Aber Kiel auf Platz 6 ist dann nach Hannover und Heidenheim der nächste Verfolger. Auch bedingt durch den wichtigen Sieg letzte Woche eben genau gegen Heidenheim im direkten Duell. Das war ein guter, solider Auftritt, vor allen Dingen auch in Halbzeit 2. Für mich ist und bleibt hier aber Darmstadt der Favorit. Ich glaube, sie werden auch diesen Schwung wieder mitnehmen aus der vergangenen Woche und werden dieses Spiel gewinnen mit 3 zu 1. Hansa Rostock gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil wir einfach hier, glaube ich, eine Stimmung erleben werden, die schon grandios sein wird. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir auch genau solche Mannschaften in der zweiten Liga haben, die bislang auch eine gute Saison spielen. Rostock letzte Woche zumindest einen Punkt mitgenommen aus Fürth und ich glaube, den hat man auch gerne mitgenommen. Aktuell Tabellen 13. Da mit 14 Punkten. Man merkt schon, dass die Konkurrenz unten immer mehr und mehr punktet, wodurch man auch ein bisschen weiter runterrutscht. Da muss man natürlich aufpassen. Gleiches gilt für Kaiserslautern. Die sind zwar punktemäßig mit vier Punkten Rückschnitt auf Platz 4 immer noch relativ näher im Aufstiegsrennen als im Abstiegsrennen. Da nämlich sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 17. Aber das kann sich natürlich schon ändern. Auch Lautern hat die letzten Spiele ein paar Punkte liegen lassen. Deswegen ein unglaublich wichtiges Spiel für die beiden Mannschaften. Rostock könnte mit einem Sieg Lautern sogar überholen. Gewinnen wird aber der FCK. Und das mit 1 zu 0. Braunschweig empfängt am Samstagmittag den SC Paderborn und die Eintracht ist ja richtig gut drauf. Letzte Woche gab es den Sieg gegen Mitaufsteiger Magdeburg. 2 zu 0 konnte man da gewinnen und hat damit natürlich auch seine wirklich gute Form bestätigt. Damit aktuell Platz 11 mit starken 15 Punkten. Jetzt geht's gegen den SC Paderborn, die letzte Woche ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht haben, gegen Sandhausen von Anfang bis Ende einfach souverän gespielt, 3-0 gewinnen können, damit auch Platz 2 zurückgeholt mit satten 25 Punkten. Genauso soll es auch weitergehen. Trotzdem glaube ich schon daran, dass Braunschweig den SCP ärgern kann und das werden sie auch. 2 zu 2 trennen sich die beiden Mannschaften. Regensburg gegen Sandhausen ist möglicherweise ein Duell, was nicht ganz so viel interessiert wie vielleicht andere Spiele in dieser Liga, aber es ist immer auch ein Duell mit zwei Mannschaften, die unten drin stecken, die aber auch so ein bisschen den Abstiegskampf widerspiegeln. Regensburg letzte Woche, wichtiger Erfolg auf dem Betzenberg, 3 zu 0 konnte man dort ja gewinnen und damit hat man sich jetzt erstmal Platz 10 geholt mit 15 Punkten, ist damit direkt hinter Lautern, Karlsruhe, Düsseldorf, Kiel. Die ja auch eher dann im Aufstiegsrennen dabei sind. Aber man ist halt auch nur fünf Punkte weg von Fürth und Magdeburg und auch Sandhausen ist halt genau dazwischen. Also, diese beiden Teams stellen diesen Abstiegskampf einfach perfekt dar. Deswegen auch da ein wichtiges, direktes Duell für beide, welches Regensburg für sich entscheiden wird mit 2 zu 1. Nürnberg und Hannover sind zwei Mannschaften, die sicherlich individuell in die Top 6, Top 7 der zweiten Liga gehören und sicherlich auch mittelfristig gerne wieder in die Bundesliga wollen. Hannover ist zumindest ein Verein, der sich in dieser Saison in diese Richtung entwickelt, auch bedingt durch den Sieg gegen Bielefeld, den es letzte Woche wieder gab, ist man oben mit dabei. Nürnberg hat es zumindest mal geschafft, sich durch den Sieg letzte Woche in Düsseldorf ein Ticken unten rauszuarbeiten, viel mehr aber noch nicht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt auch weiterhin nur magere drei Punkte. Deswegen muss natürlich an die Leistung letzte Woche angeknüpft werden. Gegen Hannover wird das aber schon sehr, sehr schwer. Ich glaube, 96 hat hier schon die besseren Chancen zu gewinnen. Trotzdem wird Nürnberg auch ein bisschen den Schwung mitnehmen können aus dem Düsseldorf-Spiel. Und somit komme ich hier am Ende bei einem Unentschieden aus 1 zu 1. Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Zwei Mannschaften, die man wahrscheinlich vor Saisonbeginn durchaus zumindest eher oben gesehen hat, statt unten und am Ende muss man sagen, das hat sich nicht bewahrheitet. St. Pauli, klar, letzte Woche, wichtiger Derby-Sieg gegen den HSV. Ich glaube, das kann schon Schwung geben mit diesem 3-0-Erfolg. Trotzdem halt nur 12 damit 14 Punkten. Da ist halt die Frage, inwiefern man sich dort jetzt peu à peu rausarbeiten kann. Rausarbeiten aus dem Keller will sie natürlich auch Arminia Bielefeld und das müssen sie auch. Mit gerade mal 8 Punkten nach 12 Spielen stehen sie vollkommen verdient auf Platz 18 und sie sind jetzt wirklich gefordert. Und ich warte persönlich Woche für Woche auf die Reaktion von Arminia Bielefeld, dass sie da mal wirklich ein gutes Spiel machen, auch gegen einen möglicherweise besseren Gegner wie jetzt mit St. Pauli und einfach mal gewinnen. Und deswegen tippe ich einfach aus dem Bauch heraus, dass es jetzt soweit ist. 3 zu 2 wird Arminia Bielefeld ein sehr, sehr wildes und wichtiges Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Am Sonntagmittag kam man noch Heidenheim gegen Fürth. Kräuter Fürth ja ohne Schneider. Der wurde nun entlassen. Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, ob ich noch keinen Kenntnis stand, wer es jetzt machen wird. Unabhängig davon wird es aber ein sehr, sehr schweres Spiel in Heidenheim. Denn der FCH ist mehr als heimstark plus letzte Woche die Pleite in Kiel, die sicherlich ein bisschen... Ja, das Gefühl erweckt jetzt erst recht zeigen zu wollen, was man kann, denn man ist im Aufstiegsrennen mit dabei. Auf Platz 4 stehend mit 20 Punkten, gerade mal 5 Punkte weg von Hamburg und Paderborn. Da kann man auch dranbleiben, wenn man eben hier gewinnt. Fürth steht auf Platz 16, letzte Woche unentschieden gespielt gegen Rostock. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt schon ändern können. Ja, ergebnistechnisch wird sich nicht so verändern im Vergleich zu den Vorwochen, denn hier gewinnt Heidenheim knapp mit 1 zu 0. Der Hamburger SV empfängt den ersten FC Magdeburg und damit haben wir hier zwei Teams, die sicherlich sehr, sehr gerne am Sonntag den Ball haben wollen, sehr, sehr gerne nach vorne spielen wollen und natürlich auch das Spiel gewinnen wollen. Einziger Unterschied an den Herangehensweisen Hamburg ist das bislang deutlich mehr gelungen als Magdeburg. Denn der FCM ist nicht allzu gut drauf, auch letzte Woche die pleite gegen den direkten Konkurrenten aus Braunschweig mit dem 0 zu 2 dadurch abgerutscht auf Platz 17, rein punktemäßig, aber noch mit allen Chancen. Hamburg letzte Woche ja, im Derby 0 zu 3 verloren. Das war durchaus überraschend in der Höhe. Viele würden sagen, typisch HSV. Deswegen auch erstmal einen direkten Aufstiegsplatz abgegeben, Platz 1 abgegeben. Man ist nun Dritter. Punktgleich mit Paderborn, 2. Darmstadt, sprich nichts passiert. Aber natürlich soll hier ein Sieg her und den gibt es auch. Hamburg gewinnt mit 2 zu 0. Und dann aber noch zu guter Letzt Karlsruhe gegen Düsseldorf, die beide im erweiterten Aufstiegsrennen dabei sind. Es sind halt schon acht Punkte Rückstand auf Platz 2 und 3. Auch das alles noch einholbar während der Saison. Aber natürlich gilt es jetzt auch zumindest für einen der beiden durch den Sieg dann oben dran zu bleiben. Beide haben letzte Woche verloren. Karlsruhe gegen Darmstadt. Gut, das kann passieren. Düsseldorf gegen Nürnberg war dann doch schon durchaus überraschend. Und deswegen sehen wir, glaube ich, hier schon zwei Teams, die sich erstmal ein bisschen annähern werden. Vielleicht noch gucken, was der Gegner so anbietet und dann zuschlagen wollen. Am Ende schlägt Düsseldorf einmal mehr zu als Karlsruhe. Es gibt ein 2 zu 1 Auswärtssieg. Und somit sind das meine neun Tipps für den 13. Spieltag. Und so würde dann die Tabelle aussehen. Darmstadt bliebe erster, Hamburg holt sich Platz 2 vor Paderborn. Und auch Heidenheim wäre dann nah dran am SCP. Dahinter Hannover und Düsseldorf im erweiterten Feld. Kaiserslautern würde einen wichtigen Sieg feiern. Kiel würde wieder ein bisschen abrutschen. Ja, und ab dann ist es ja eigentlich auch schon Abstiegskampf mit Regensburg, Karlsruhe, Braunschweig, die dann schon starke 16 Punkte nennen. Und dann hat er es recht, St. Pauli bis Magdeburg auf Platz 18 wären dann nur 4 Punkte Differenz. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was da in der zweiten Liga so abgeht und was da noch so passieren wird. Es ist vor allen Dingen unten in diesem Jahr unglaublich spannend. Eure Meinung zum Video und eure Tipps könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.